so. Das ist richtig cool. Warum gruselt die dich? Total. Ja, hast du Angst? Ich mag die Elefanten. Komm. Warum bist du groß? Warum ich war durchsichtig durch Guru. Mitchell. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Perface und wir spielen weiter Mario Kart 8 Deluxe für die Switch. Heute ist wieder die Zahnfee dabei. Wir befinden uns weiterhin in 150 Kubikmotorklasse, wie wir sehen, der Pilzcup. Wir haben nur 2 Sterne erlangt, da die Zahnfee in der letzten Strecke, obwohl ich alle bisher Erster wurde, meinte, mich einfach zu überholen. Und dann wurde ich Zweiter. Und somit habe ich voll verkackt. Du bist echt so miese, ne? Das war ja nicht mit Absicht. Nein, du bist vielleicht ein bisschen. Du bist aus Versehen Erster geworden, also das, ja. Ja, es ist aus Versehen passiert. Also ich nehme auf jeden Fall Shy Guy. Soll ich sagen, warum? Einfach aus Prinzip. Der sieht auch ein bisschen aus wie ich, wenn ich die Maske trage. Also, Leute, falls euch das, euch wird das aufgefallen sein, die mich schon vielleicht in anderen Videos gesehen haben. Ich trage normalerweise eine Maske, Facecam auch dabei an. Für die, die diesen Part also das erste Mal sehen, müsst ihr in anderen Parts gucken. Normalerweise habe ich immer Facecam an mit einer Maske. Und Shy Guy sieht da echt fast so ein bisschen aus, als wäre es so. Vielleicht ist das mein kleiner Sohn oder so. Oder mein kleiner Bruder. Das ist meine Familie. Shy Guys gehören alle zu meiner Familie. Ich bin auch ein Shy Guy. Deswegen habe ich eine Maske, weil ich so schüchtern bin. Da muss der ja klein und dick sein. Shy Guy ist auch klein und dick. Ich bin der Shy Guy Boss. Das sind alles meine Lakaien. Also, hast du nicht im Keller geguckt? Da habe ich eigentlich alles so kleine Shy Guys. Und die waschen für mich mein Geld und all sowas. Was machen die im Keller? Die müssen hoch in die Wohnung putzen, Essen kochen. Ja, was meinst du, was ich mache, wenn du sagst, wenn ich nach Hause komme, ist die Wohnung sauber? Ich habe aufgeräumt, meine kleinen Shy Guy Lakaien sind das gewesen. Aha. Ja. Weiß ich Bescheid. Meine kleinen Sklaven. Ich bin so der. Really? Im Ernst? Im Ernst? Ach, ey. Oh. Hast du den Red Shell losgelassen? Nein. Okay. Ich bin Dritte. Wie soll ich dich denn damit treffen? Ihr ja. Vierte. Oha. Ja, geht schon gut los. Vom Blitz getroffen. Oh, Piranha-Pflanze habe ich vergessen. Vom Blitz getroffen und das, obwohl so schönes Wetter ist. Schön sonnig und es blitzt. Das ist entspricht nicht der Logik, die man kennt. Oh ey, das kann doch nicht wahr sein. Christa. Meine Fresse, heute gibt's wohl Red Shells ein Sonderangebot. Oh, ich habe auch eine Superhupe. Die spare ich mir auf. Denn ich ahne es, dass nachher ein Stachelpanzer kommen könnte. Oh, aktuell bist du Vierter. Ja. Kannst du beruhigt den Rücken frei halten. Ein bisschen die Leute hinter mir abknallen, denn die rasten so ein bisschen aus und gehen mir auf die Nerven da hinten. Und da sind einfach Gumbas auf der Straße. Also die haben von ihren Eltern nie beigebracht bekommen, dass man auf der Straße nichts zu suchen hat. Och Mann! Oh nein, ich sehe schon, was auf mich zukommt. Meine Fresse! Ja! Kurz vorm Ziel! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ach nee. Oh, so kurz vorm Ziel bin ich noch nicht. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, ey. Ja, es wäre jetzt so krass, wenn ich die erste Strecke schon Zweiter werde. Nur, ey, ich will wenigstens ein paar Cups hier auf 3 Stellen schon auf Anhieb kriegen. Und nicht zigtausendmal die Cups neu machen hier. Gut. So richtig schön gegen das Schild geknallt. Das ist Maskenpower. Das gibt's doch nicht. Warum hat der Fettsack mich jetzt überholt? Morten? Weiß ich nicht, vielleicht.
der Fettsack hat mich einfach überholt? Vielleicht einfach, weil er fett ist. Ja, du musst bedenken, er hat eine Sonnenbrille. Deswegen. Gemeinheit, ey. Und deswegen musste er noch zum Schluss einen richtig coolen Move machen. Der war gemein. Ja. Ja, Roy. Schrägster Typ von dem Cooper Ling. Dick und rosa mit Sonnenbrille. Trotz Hafenstadt. Ist auf jeden Fall eigentlich eine einfache Strecke eigentlich, weil die Straßen sehr breit sind, also was so Drift und Kurven angeht, hat man hier eigentlich keine Probleme. Kennst du überhaupt alle Strecken? Nein, ne? Nein. Aber die hier schon? Ja. Okay. Aber auch nicht so. Okay. Also gibt es wirklich wahrscheinlich Strecken, die du komplett blind fährst. Also ja. Blind, ich weiß ja, was das auch ist, ne? Ich hab auch kein Englisch. Sorry. Das war persönlich. Das kommt davon wegen ersten Cup, den wir bestritten haben. Achso, ich dachte, mein Essen hat wirklich geschmeckt. Achso, nö, das schmeckt immer. Gut. Hättest du jetzt auch was anderes gesagt, dann wäre das los gewesen. Also wird dein Essen nicht schmecken, was du kochst, dann müsste ich nicht immer so auf meine Figur achten. Ja, ich achte auf mein Figürchen, Freunde. Deswegen war ich heute trotz drückender Luft joggen. Wie zum Teufel kann das denn bitte sein, dass ich wieder Vierter bin? Wie zum Teufel kann es sein, dass ich die Strecke einfach nur eigentlich beherrsche, eigentlich allgemein alle Strecken und ich nehme einfach die Wände mit. Kann passieren. Nee, eigentlich nicht. Sollte mir nicht passieren. Nein. Aber kann es. Ja. Ich stelle mich gerade einfach dumm an. Das ist so Vorführeffekt. Manchmal, wenn ich Parts drehe, spiele ich schlechter als regulär. Das ist einfach dumm. Vielleicht liegt es auch daran, wegen Redefluss und all sowas. Aber eigentlich normalerweise kriege ich das beides hin. Liegst du hoch hier in der... Diese Sprungboost-Schanze, was auch immer das sein soll. Ich weiß, was du meinst. Da, den Berg, wenn du den runterfährst. Ach, den? Genau. Gut, dass ich den Boost hatte. Somit habe ich die Tinte weggekriegt. Bin ich zu kacke? Bin ich zu doof? Ja. Ich bin zu kacke. Ja. Das ist so klar, guck mal. Das ist noch eine goldige Frau. Oder, Freunde? Alles, was schlecht ist und gegen mich donnert, sofort bestätigen. Ja, gut. Buhu hat mir die Münzen geklaut, kann er gerne haben. Ey, im Ernst, ich war vorhin Erster. Guck mich jetzt mal an. Guck mich mal an. Das ist Karma. Komm. Jetzt noch ganz schnell. Abkürzung. Buhu hat mir einfach gerade zwei Münzen geklaut. Ja, toll. Ich wette, der kauft sich jetzt eine gemischte Tüte. Das war eine super Abkürzung. Komm schon. Ja, jetzt immerhin noch. Ja. Wen hast du denn den ja jetzt noch kurz überholt? Fettsack. Ach, Roy. Fettsack Roy. Heute heißt Roy Fettsack. Und Wario, was ist denn Wario? Adipositas-Opfer, ey. Ich kenne die Namen nicht. Ja, Cooperlinge, ja, gewöhnst du dich noch dran. Die Cooperlinge sehen auch fast alle gleich aus. Ja. Also irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch schon. So, die Gruselwuselbilder. Oh, die kenne ich nicht. Ja. Doch, oder? Nein, doch, ich kenne die. Eine Strecke, die bestimmt Luigi mit seinem Vermögen gebaut hat. Die ist doof, die Strecke, ich mag die nicht. Aber die kennst du schon auch in den Teil. Ja, aber ich mag die. Ach, die geht eigentlich, die aber... Die ist doof. Die ist richtig doof. Warum gruselt die dich? Total. Ja, hast du Angst? Ich mag die irgendwie. Theoretisch könntest du hier jetzt die Kurve, die Abkürzung kennst du, ne? Oder? Nein? Ich kenn also, fast keine Abkürzung. Also wenn du einen Pilz hast, kannst du gerade bei der Kurve, wo wir waren, auf jeden Fall abkürzen. Aber dafür brauchst du einen Pilz. Mhm. Oh, Junge, er nutzt einfach einen Boost hier. Vielleicht treffe ich ihn. Oh, wir haben uns gegenseitig einen Boost gegeben. Ja? Ja. Das ist eigentlich immer praktisch. Ja, kann aber auch zum Verhängnis werden. So wie vorhin bei mir mit dem Fettsack Roy. Ja, siehst du? Und schon hast du einen Namen gelernt. Den hast du dir gemerkt. Oh nein, ich bin so doof. Ich habe nicht an den Hammer gedacht, der da runter gedonnert kommt.
Und Ludwig, dieser hässliche Vogel, ist Erster. Aber er kriegt erstmal einen Red Shell Art von mir, einen roten Panzer. Och, Mann, ey. Ja, jedenfalls habe ich den schwarzen Shy Guy genommen, übrigens anstatt den roten, nicht den Standard Shy Guy, sondern den schwarzen. Denn ich habe auch meistens eine schwarze Kapuze an. Das sieht aus wie ich in, als Computerfigur im Kleinen. Ja, Mann. Das ist wie so ein Avatar von mir. Ach, wieso bist du Vierter? Es geht doch nur. Mit vollster Konzentration, dann kann ich nicht quatschen. Ich kann irgendwie beides nicht. Ich bin nee. Kein Multitasking-Talent anscheinend. Ey, und das hört man von einer Frau. Das ist doch unmöglich. Vielleicht, in Sachen Zocken geht das dann nicht. Vielleicht bin ich ja mehr Frau als du. Das würde mir aber zu denken geben. Ja. Oh. Wenn du nichts mehr zu Hause bist, dann zieh ich immer heimlich deine Kleider an und so. Oh nein, was kommt denn da? Oh, Junge. Voll Bananenscheibe. Vor allem würden mir deine Kleider und sowas voll passen und so, ne? So schon allein körpergrößentechnisch. Na toll. Er überholt mich einfach. Ich sag doch, ich hasse dieses Level. Ich bin 10. Boah, schnell einfach nochmal alles einsetzen und Boost. Das lasse ich mir jetzt nicht versauen. Wenn ich jetzt in der letzten Strecke wieder jetzt nur Zweiter werde, vor allem wegen dir, dann verzweifle ich. Wirst du nicht. Ich Meinst bin da? Doch gerade hier schon am Kämpfen. Ja, bei der Strecke vielleicht. Du warst auch gerade schon im ersten Cup am Kämpfen. Ja. Und dann im letzten, in der letzten Strecke meintest du auf einmal auszurasten. Ja, so viel zum dem Thema, ne? Wenn man sowas sagt, dann kommt einfach nur ein. So, Shy Guys Wasserfälle. Guck mal, da sind doch meine ganzen Lakaien am Arbeiten. Siehst du das? Das ist meine Goldmine. Die Diamanten. Ja. Die Strecke kenne ich allerdings nicht. Ist die neu? Shy Guys Wasserfälle. Nee, die gab's schon immer. Die kenne ich nicht. War ich noch gar nicht so weit? Boah, ich weiß ja gar nicht, was du überhaupt mal. Du hast das halt gelegentlich gespielt. Ich weiß gar nicht, welche Cups ich mal mit dir gespielt habe oder welche du, oh, ich Idiot, überhaupt mit dir gespielt habe. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich den nicht kann. Nein, ich fahre in seine Banane rein. Dann lächelt die mich noch so an. Die Banane war so freundlich. Wollte ich ein bisschen kuscheln. Also die kennst du tatsächlich nicht? Die sagt dir jetzt nichts? Gar nichts. Nee? Okay. Boah, ich hab ihn voll in die Fresse. Na toll. Oh, ey. Und dann noch bei dir der roten blaue Panzer. Ja, ich krieg direkt doppelte Packung hier. Mach ja. Nichts, ich bin jetzt Erster. Ja, siehst du, du bist Erster, wenn du jetzt wieder Erster wirst und mir diese... Wenn du mir wieder die Sternewertung versaust. Kein Windschatten. Nein. Wenn du mir die Sternewertung wieder versaust, dann fass ich's nicht, dann machst du das extra. Erst so tun, als wenn du so schlecht bist und dann auf einmal durchdrehen oder was. Hau ab. Toll, danke. Yeah. Jetzt bin ich 5. Da habe ich dich aus dem Konzept mit dem Boost gebracht. Alles wegen deinem dicken Scheigeihintern. Wegen meinem dicken Scheigeihintern. Woher weißt du, dass Scheigeihintern dick ist? Hab ich geraten. Das wäre krass, wenn Shy Guy so einen dicken Hintern hätte. Echt da. Ey, dumme Kuh. Macht so einen auf Überflieger. Ey, warum ist die auf einmal so schnell? Ah, die hat so eine kleine Abkürzung genommen. So, ich glaube, rosa Gold Peach ist das. Oh nein! Oh, gut. Falscher Alarm. So, jetzt rasiere ich hier. Und den Fettsack. Roy! Du bist weiter. Bleib mir bitte von mir. Es ist die letzte Runde. Ich bitte dich. Mal schauen. Warum bist du in den letzten Runden immer so gut? Vielleicht mache ich das wirklich. Jetzt hast du noch 3 Pilze. Schon wieder klaut mein Bruder dir nur eine Banane. Bring mein Biomüll gerne
zur Biotonne. Warum bist du groß? Warum ich, ich war durchsichtig durch Huru. Rich, sicher. Oh, ich hab's noch geschafft. Das wäre jetzt krass gewesen. Drei Sterne diesmal, Freunde. Drei Sterne. Schade. Ey, immer in der letzten Runde. Das war genauso. Also wer den letzten Part, also den Part davor noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch mal an. Da hat sie mir die 3-Sterne-Wertung versaut, die Zahnfee, weil sie meinte, auf einmal Erster zu werden, obwohl sie in den vorherigen Runden verkackt hat. Und hier fast dasselbe. Sie wird einfach Zweiter. Sie wird immer Zehnter und dies und jenes. Und jetzt in der letzten Strecke Zweiter und hätte mich fast noch gekriegt. Schade, das wäre so cool geworden. Was hattest du gesagt? Warum bist du jetzt wegen dem Blitz nicht klein geworden? Ich hatte doch meinen Beru eingesetzt. Danach war ich irgendwie unsichtbar für einen kurzen Moment. Ah, so, ja, stimmt. Ja, ja, krass. Ey, das gibt's nicht, ne? Du ja, machst, voll cool. Du machst mir das Leben schwer. Jetzt hatte ich gerade fast Lampe in der Buchse. Gut. Nichtsdestotrotz, Pokal gewonnen. 150, 3 Sterne und wir haben ein neues Fahrzeugteil gesammelt. Das Praktische ist, wenn man das Spiel zu zweit zockt, ich glaube, der generiert von uns beiden die Münzen, wie viele gesammelt wurden, glaube ich zumindest. Das heißt, deine Münzen, die du auch sammelst, nimmt dann das System an und dann kann man dann schneller Münzen sammeln und schneller Fahrzeugteile freischalten. Das weiß ich nicht. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist so. So, wir gucken uns noch das Fahrzeugteil an. Und was gibt's denn Schickes? Ein pinkes Cabrio. Das glaube ich, Porsche soll das sein. Hast du gerade gesagt pink? Bist du farbenblind? Ups, gelb. Ich habe nur pink im Kopf, guck mal. Nimm mal deine rosa-rote Brille ab, dann siehst du weniger pink, ey. Das wäre cool, wenn es pink wäre. Ja, bestimmt, wenn du die Haustür verlässt und zur Arbeit fährst, siehst du überall Regenbogen und Ponys und ja. Also ein gelbes Sportcoupé, ein kleiner Bumblebee, sieht nice aus. Könnte man ausprobieren, der sieht cool aus. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Go-Kart bei 150. Damit fühle ich mich ein bisschen sicherer. Wenn ich neue Sachen ausprobiere, geht es noch in die Hose. Ich wette mit euch. So, ich würde auch sagen, dass wir den Part an dieser Stelle beenden. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben für uns da. Und oder abonniert mich, das würde mich sehr freuen. Yeah! Sie wirbt für mich mit Yeah. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Euer Pellface und eure Zahnfee. Ciao. Ciao. Okay, es wird Zeit, dass ich aufhöre. Sie wird ein bisschen crazy. Bis zum nächsten Mal. Ciao.